Regentropfen in der Dürre. Die Geschichte von Godavari Dange. Geschrieben von Ritika Subramanian und Illustration von Maitri Dore. Ich wurde im Dorf Gandora in Maradwadas Tulchapur Taluka geboren, im Jahr 1977. Mein Vater, Bhima Shankar Dang, arbeitete als Lehrer im Dorf. Wir gehörten zur marginalisierten Goro-Gemeinde. Baba war glücklich, aber sehr besorgt. In den späten 1960er Jahren hatte die indische Regierung neue Anbautechniken eingeführt, um trockenes Land in üppige Reis- und Weizenfelder zu verwandeln. Aber zu Hause in Maradwada erholten wir uns immer noch von der tödlichen Dürre von 1972. Es war die schlimmste Dürre, welche die Menschen aus Maradwada in fast einem halben Jahrhundert erlebt hatten. Mehrere Familien waren tagelang ohne Nahrung und Wasser. Meine Freundin und ich schauten von den Baumwipfeln aus auf die Felder. An dem grünen Bewuchs erkannte man gut die Felder der oberen Kasten. In den dürregefährdeten Teilen von Maradwada bauten die reichen Bauern viel Zuckerrohr an. Einen der größten Wasserfresser, den man sich vorstellen kann. In der Zwischenzeit besaßen die armen Bauern, die oft aus marginalisierten Kastengruppen stammten, sehr kleine Stücke trockenen Landes. Sie litten unter wiederholten Zyklen ausbleibender Monsune, Missernten, Schulden und Verzweiflung. Sie gaben ihre gesamten Ersparnisse aus, um neue Brunnen zu bohren. Anita Kulkarni wohnte nebenan. Sie gehörte der dominanten Brahmanenkaste an. Die Frauen ihrer Gemeinschaft durften nicht aus dem Haus gehen, um zu arbeiten. Aber sie war anders. Sie war eine starke und unabhängige Frau. Sie fuhr einen Traktor, pflügte die Felder und erledigte alle Arbeiten auf dem Hof. Kulkarni Thai praktizierte ökologischen Landbau. Während die meisten Großbauern im Dorf nur Nutzpflanzen wie Zuckerrohr und Sojabohnen anbauten, die sie gewinnbringend verkauften, brachte sie mir den Anbau von Linsen, Hirse und Blattgemüse bei. Sie verwendete keine schädlichen Pestizide und chemischen Düngemittel. Ich verbrachte Stunden mit ihr auf ihrem Hof und lernte jede noch so kleine Technik des Säen, Pflügens und Erntens. Sie zahlte mir 5 Rupien am Tag und ich lernte, wie man Lebensmittel anbaut. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war eine wirklich harte Arbeit. Kulkarni Thai und die anderen Frauen in meinem Dorf arbeiteten sehr hart und waren lange auf den Feldern. Dennoch wurden sie nie als Bäuerinnen anerkannt. Nur die Männer im Dorf konnten Ackerland besitzen. Sie behandelten die Frauen wie Arbeiterinnen. Im Jahr 2007 wurde Maradwada von einer weiteren Dürre heimgesucht. Es gab kaum noch Wasser für die Landwirtschaft. Die reichen Landwirte begannen noch tiefere Bohrbrunnen zu graben, um verzweifelt zu versuchen, Cash Crops anzubauen. Die ärmeren Frauen blickten auf ein weiteres Jahr der Ungewissheit, des Verlustes und des Hungers. Kulkarni Thais Worte klangen mir in den Ohren. Es war schwierig für mich, die Frauen davon zu überzeugen, Nahrungsmittelanbau zu versuchen. Ihre Ehemänner weigerten sich, auch nur einen halben Acker Land für sie zu reservieren. Ich wusste, nur eine Person würde mir ohne zu fragen vertrauen, meine liebe Freundin Archana. Archana begann, auf ihrem Land eine Mischung aus Hirse, Hülsenfrüchten und Blattgemüse anzubauen. Sie wuchsen gut mit vergleichsweise wenig Wasser. Als sich die Nachricht verbreitete, meldeten sich mehr und mehr Frauen mit ihren kleinen Grundstücken. Ab und zu luden wir WissenschaftlerInnen von Krishni Vigyan Kendra ein, dem landwirtschaftlichen Wissenschaftszentrum der Regierung in Osmanabad. Sie berieten über wissenschaftliche Anbautechniken, um Wasser zu sparen und den Ertrag zu verbessern. Die Bäuerinnen begannen auf ihren kleinen Parzellen Hydrokulturen, Topfbewässerung und Sprinkleranlagen einzuführen. Die Dürre war für diese Bäuerinnen kein Albtraum mehr. Die Ergebnisse des Lab-to-Land-Modells lagen direkt vor unseren Augen.
Nach Jahren des Ausprobierens haben wir schließlich ein Modell entwickelt, das die lokalen Klimamuster mit den sozialen Zwängen der Frauen kombiniert. Das One Acre Model ermöglichte den Anbau von 36 Sorten dürreresistenter und kurzlebiger Kulturen wie Blattgemüse, Getreide und Linsen auf einem halben bis einem Acre Land. Je nach Jahreszeit wählten wir verschiedene Saatgutsorten aus. Unser Ziel war es, das ganze Jahr über Nahrung für alle zu sichern. Durch Auseinandersetzungen mit Dorfvorstehern der oberen Kaste, nicht unterstützenden Regierungsautoritäten und misshandelnden Ehemännern wurde das den Frauen aber erschwert. Das One Acre Model wurde im Jahr 2012 auf die Probe gestellt. In Maradwada herrschte die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Es gab nicht einen einzigen Tropfen Wasser zum Trinken und für die Landwirtschaft. Wir mussten uns auf staatliche Tankwagen und private Wasserverkäufer verlassen. Jeder Tag wurde zu einer Herausforderung. Inmitten dieser Knappheit scheiterten die Bauern, die Cashcrops anbauten, kläglich. Ohne Wasser begann das Zuckerrohr zu welken und abzusterben. Von Schulden getrieben begingen Tausende von Bauern Selbstmord. Unsere Bäuerinnen hingegen hielten sich über Wasser. Zu meiner Freude entwickelten sich die Frauen zu lokalen Führungskräften. Sie beeinflussten viele andere, ihre eigenen One-Acre-Models zu bauen. Sogar die Männer erkannten in den Dürrejahren den Wert des Nahrungsmittelanbaus und begannen uns zu unterstützen. Wir vernetzten Frauen mit staatlichen Programmen und Subventionen, sowie mit den lokalen Märkten. Dadurch erhielten sie persönliche Ersparnisse. Und allmählich, von 6 besorgten Bäuerinnen im Jahr 2007, praktizieren heute über 60.000 Bäuerinnen dieses Graswurzelprojekt. Als ich das Modell auf lokaler Ebene durchzusetzen begann, hatte ich die Gelegenheit, unsere Erfahrungen mit AktivistInnen, NGO-LeiterInnen und Fachleuten aus aller Welt zu teilen. Wir konnten auch viel von den Methoden lernen, mit denen sie den Klimawandel bekämpfen. In den letzten Jahren bin ich in 17 Länder gereist. Jedes Mal, wenn ich in der Luft bin, versuche ich, nach den Feldern von Gandora Ausschau zu halten, die jetzt grün sind, dank des starken Kampfes unserer Bäuerinnen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, aber wir müssen noch viele Schlachten gewinnen. Das One-Acre-Modell sollte jedes Dorf erreichen. Frauen aus allen Haushalten sollten als Produzentinnen und Landbesitzerinnen anerkannt werden. Sie sollten überall sein. Gemeinsam ist nichts unmöglich. Mein Name ist Gudavari und wie der Fluss werde ich niemals aufhören zu fließen. Regentropfen in der Dürre wurde von Ritika Subramanian und Maitri Dore im Rahmen des Projekts Movements and Moments Feminist Generations entwickelt, welches eine Initiative des Goethe-Instituts ist. Es erzählt die Geschichte von Gudavari Dank. Der Text wurde von Pia Monroy auf Deutsch übersetzt und eingesprochen von Pavani Mirasan.